Leute, hier sind wir auch mal und der Benny von den Two Epic Buddies und heute gibt's ein neues Video und zwar ein richtig kritisches Thema: ist COD tot? Und wir wissen auch, Leute, was das nächste COD sein wird. Also, ja, ich würde sagen, heute geht's mal richtig ums Eingemachte. Ich bin mal gespannt. Benny, was findest du? COD tot dieses Jahr? Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Ja, ich meine, wie sieht's bei dir aus? Wie viel suchten wir momentan COD? Wie viel suchten wir Infinite Warfare? Wie viel suchten wir Modern Warfare Remastered? Das kann ich euch auch mal fragen. Leute, schreibt's mal in die Kommentare rein. Also ich kann sagen, ich habe, glaube ich, 4,5 Stunden in Infinite Warfare auf dem PC. Und ich glaube, in Modern Warfare Remastered habe ich 19 Stunden Spielzeit. Also nicht sehr viel. Ich glaube, so, keine Ahnung, bei den letzten CODs hatte ich schon gefühlt 200 Stunden. Nee, ist jetzt übertrieben, aber doch deutlich, deutlich mehr. Und das ist irgendwie auch ein kritisches Thema auf YouTube. Infinite Warfare juckt absolut kein Schwein. Man hat gefühlt die, keine Ahnung, bei uns sieht man zum Beispiel die Hälfte der Aufrufe, wenn man Infinite Warfare hochlädt, weil es kein Schwein juckt. Es ist einfach traurig. Und ja, Hauptner, was sagst du dazu? Man muss ja auch sagen, irgendwie haben die so die Communities gesplittet. Alleine, dass jetzt MWR dabei war, hat irgendwie dafür gesorgt, dass die Hälfte der COD-Spieler MWR zocken und die andere Hälfte EV. Und wenn man noch eine Hälfte dazugeben würde, die zockt jetzt gar nicht mehr COD, weil das Game scheiße ist. Also, es ist wirklich so, dass es viele weggegangen sind von COD. Auch zum Beispiel in England gibt es schon erste Verkaufsstatistiken und das sind 50% weniger Call of Duty verkauft worden als zu Black Ops 3 Zeiten. 50% weniger ist verdammt viel. Also Activision muss sich echt Gedanken machen und ich find's auch gut, dass sie sich Gedanken machen müssen. Ich find's auch gut, dass die von mir aus wieder Supply Drops drinnen haben im Spiel, weil dieses Jahr wird sie hoffentlich keiner kaufen und die werden dann erstmal nachdenken über das ganze Game und so. Ja, vielleicht sollten wir mal das Spiel wieder mal richtig ordentlich machen und nicht nur aufs Geld gucken. Ich hoffe, dass das ja so sein wird. Ich meine, die werden es ja eigentlich selbst am besten bemerken, wenn die, keine Ahnung, 50% weniger verkaufte Games haben, dann tut das denen, glaube ich, schon ordentlich weh. Und das, ich finde es eigentlich richtig geil, dass es genauso passiert ist, weil dann wissen die jetzt endlich mal und die wir fahren es wirklich am Leibe, dass es scheiße ist, wenn die in Zukunft COD rausbringen, wo man die ganze Zeit rumhüpfen kann. Und dass es auch scheiße ist und dass es nichts bringt, wenn man Modern Warfare Remastered mit reinpackt, weil es kauft trotzdem keiner. Und wenn man dann noch so einen hirnrissigen Deal macht, dass man Infinite Warfare kaufen muss, um das Modern Warfare Remastered zu bekommen. Ich weiß nicht, wen die da ins Hirn geschissen haben bei Activision, aber ohne Scheiß, warum macht man sowas? Warum bietet man das nicht extra dazu an? Das ergibt für mich gar keinen Sinn. Ja, jetzt ist natürlich das eigentlich absolut scheiße. Modern Warfare Remastered ist eigentlich ein richtig, richtig geiles Spiel, aber es ist alt und nicht so neu, dass jetzt jeder sagt, ich muss es unbedingt haben und dafür 80 Euro ausgeben. Und die Leute sagen jetzt, ich gebe jetzt bestimmt keine 80 Euro aus und bekomme dann IW und MWR. Und jetzt hat man halt das Problem, dass Modern Warfare Remastered doch eigentlich relativ wenig Spieler hat, weil viele und wollen sich das nicht leisten. Das Geile ist, Black Ops 3 zum Release am PC, Leute, müsst ihr euch vorstellen, 60.000 Leute online. Jetzt 10.000 Leute online. Jawohl. Ja, bei EV. Das ist so traurig. Ich meine, bei Black Ops 3 60.000 für PC, das ist schon ultra wenig. Wenn man sich CSGO anguckt, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, im Monat spielen über 10 Millionen verschiedene Spieler CSGO auf dem PC. Ja, und das sind auch zu Höchstzeiten locker mal 500.000 gleichzeitig online. Genau. Also, man muss auch sagen, viele Leute haben gerade die Games gewechselt, weil Battlefield zum Beispiel hat's, muss man sagen, gut gemacht. Ich weiß, dass viele COD-Spieler auch zu Battlefield gewechselt sind, so, weil sie einfach mehr Bock da hatten, das zu zocken. Das ist so wirklich mal ein Jahr gewesen, wo Battlefield an die Front gekommen ist mehr. Ja, auf jeden Fall. Also, weil also Battlefield hat ja viel, viel mehr Spielerzahlen auf dem PC als Infinite Warfare. Das ist absolut krank, wie Tom gesagt hat, da die paar Tausend was da zocken. Es ist, man kann wirklich sagen, Call of Duty ist auf dem PC absolut gestorben. Da ist Ende im Gelände. Da geht überhaupt nichts mehr. Das Gute ist, und jetzt kommen wir vielleicht mal zu was Positivem, oder? Was nächstes Jahr kommt, oder die nächsten Jahre. Wir können euch zum Beispiel schon verraten, also ich weiß es, was das nächste COD wird. Und ich weiß auch, dass die in Zukunft wieder, also für alle Leute, die vielleicht doch ein bisschen PC-Freunde sind, dass die PC-Version in Zukunft besser sein wird als dieses Jahr und die letzten, keine Ahnung, 3 Jahre ungefähr. Beziehungsweise Black Ops 3 war eigentlich gut, aber davor, die Games waren halt auch alle scheiße auf PC. Aber ich weiß, dass die wirklich ein eigenes Team haben, die sich darauf konzentrieren werden, dass die PC-Version wieder ordentlich wird, dass man vielleicht auch Spielerzahlen haben wird, wie in CSGO oder wie League of Legends. Die Games, die werden ja so hart gesuchtet auf dem PC. Unglaublich. Und
das Traurige ist irgendwie, das hat Activision erst so spät gecheckt, dass am PC so viele Leute zocken. Die haben sich immer so gedacht, boah, auf den Konsolen verkauft sich das Game so krass, wir konzentrieren uns auf Konsolen, obwohl auf PC halt genauso viele Leute eigentlich zocken. Aber naja, haben die jetzt mal endlich gerafft und ja, das Setting für das nächste COD wird auch krass. Ja, Leute, da ich meine, es ist jetzt einfach noch absolut zu bald, um darüber zu reden, aber ja, da bin ich wirklich positiv gestimmt. Ich weiß, nächstes Jahr wird besser. Es kommt, ich meine, das war irgendwie klar, ein Vergangenheits-Shooter. Und es wird so 95% World at War sein. Sledgehammer Games ist momentan richtig häufig in Deutschland unterwegs. Und was werden die wohl in Deutschland machen? Was gibt's dort oder was war dort? Zweiter Weltkrieg. Also, ich kann es euch versprechen, zu 95% kommt nächstes Jahr World at War. Ich habe da auch so meine Insider bei Activision, wo ich das dann ein bisschen erfahren habe. Ich hau das jetzt einfach mal sneaky raus. Aber ihr könnt euch wirklich freuen. Nächstes Jahr, das wird wieder geil werden. Da kommt ein klassisches COD. World at War 2 zu 90%, 95%. Und das wird Bombe werden. Und hoffentlich dann ist das PC-Team schon so weit, dass dann wirklich wieder eine vernünftige PC-Version kommt. Und ja. Hauptsache, ich glaube, du freust dich auch auf den alten Shooter, auf den Vergangenheits-Shooter, oder? Auf jeden Fall, vor allem, weil die hier jetzt nichts anderes gemacht haben als die Black Ops 3.5. Also da haben sich auch viele so gedacht, warum soll ich es eigentlich kaufen? Ich meine, Black Ops 3 hat eine bessere Unterstützung, eine bessere Umsetzung, hat Mods am PC, wenn man am PC zockt. Warum sollte ich Infinite Warfare kaufen? Gab ja auch bei vielen einen Grund, weil es ja eigentlich im Grunde nur 1:1 so ein Nachmache ist. Ja, also ich meine, ein Grund, der immer ist, ist, dass es was Neues ist. Ja. Aber man muss sich dann überlegen, wie neu ist es überhaupt? Man hat neue Waffen, aber das war's dann. Das Movement ist gleich. Die Maps sind eigentlich auch ähnlich, sage ich mal, vom Aufbau und so weiter. Das ist jetzt nichts spektakulär Neues rein. Dann die Killstreaks. Ich meine, ich weiß nicht, was sich die da wieder gedacht haben, aber das ist irgendwie 1:1 Recycling von Ghosts. Weil du hast wieder diese, keine Ahnung, die meisten Streaks sind wirklich 1:1 gleich geblieben. Die haben wirklich nicht viel geändert. Finde ich ein bisschen traurig, weil, keine Ahnung, man hätte wirklich coole Sachen machen können. Wenn ich mir angucke, was die zum Beispiel bei Black Ops 2 reingebracht haben, neu. Da kam der Schwarm rein, dann kennen die ganzen neuen Streaks da. Das hat mega Bock gemacht und jetzt, keine Ahnung, ich habe die meisten Streaks in IW noch gar nicht ausgetestet, weil die catchen mich nicht mal, so. Ja. Mich würde es mal interessieren, was die Leute gerade zocken, also was ihr gerade die ganze Zeit zockt, ob es überhaupt COD gerade ist, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von euch nicht Infinite Warfare zocken, sondern irgendwas anderes, was gerade richtig bockt. Also schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, da bin ich echt gespannt drauf, weil wir zocken auch derzeit immer nur andere Sachen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, war's das, oder? Ja, würde ich auch sagen, ich glaube, wir müssen jetzt mal ein Jahr warten, bis wieder was Gutes kommt. Ja. Und ja, schreibt mal eure Meinung dazu rein. Es werden natürlich noch Videos zu allen Sachen kommen, macht euch keine Sorge. Aber ja, wir werden kein Relive-Channel, okay? Ja, genau. Also Leute, wir sehen uns wie immer beim nächsten Video. Haut rein und ja, ciao. Ciao.